Mission ist es, unserer Gesellschaft zu helfen, die Pandemie der Insulinresistenz zu besiegen und dass jeder da draußen, wirklich jeder, versteht, dass du deine Gesundheit maßgeblich mit deinem Lebensstil beeinflussen kannst. Heute spreche ich über Entstehung von Insulinresistenz. Ich habe das ganz, ganz oft immer wieder die Frage, okay, wie entsteht denn jetzt so eine Insulinresistenz? Und das ist jetzt auch nicht so von heute auf morgen einfach zu beantworten. Ja, da kommen immer mehrere Faktoren mit dazu und es ist meistens nie nur eine einzige Sache. Aber grundsätzlich kann man definitiv sagen, es liegt am Lebensstil. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal klar. Hallo Tina, hallo Katrin, schön, dass ihr dabei seid. Oh, heute der Ehrengast, Katrin ist in meinem Live. Sehr, sehr cool. Hallo Erik, hallo René, hallo TikTok. Ich sage einfach mal hallo TikTok, das ist einfacher. Schön, dass ihr alle mit dabei seid. Also es liegt natürlich meistens an mehreren Dingen. Fakt ist, dass ganz viele Menschen schon alles versucht haben abzunehmen und nichts funktioniert. Ja? Vielleicht kennst du das auch, du hast schon gefühlt jede Diät, die es da draußen irgendwo gibt, die hast du schon probiert. Ich war da früher auch schuldig, ich habe alles mögliche komisches Zeugs gemacht. Ich habe die Kohlsuppendiät gemacht, ich habe Almased gemacht. Also schreibt gerne mal hier in die Kommentare mit rein, wer möchte, was ihr schon alles Verrücktes gemacht habt und ob es bei euch was geholfen hat. Ja? Weil das meiste hilft tatsächlich einfach nicht. Warum? Weil Diäten nie funktionieren. Ja? Diäten sind immer viel zu einseitig, die sind viel zu restriktiv, als dass du sie dein Leben lang durchhalten kannst. Und deswegen können sie gar nicht funktionieren. Und wenn du dann nach deiner Diät warst, vielleicht erfolgreich, kurzfristig, ja, hast vielleicht 5 Kilo, 10 Kilo abgenommen, vielleicht auch 20 Kilo oder noch mehr, schaffen manche ja auch mit diversen Diäten, mit eiserner Disziplin. Ob das dann so gesund war, lässt sich, großes Fragezeichen stellt sich mir da, vermutlich eher nicht. Aber dann kommt der Jojo-Effekt wieder. Nämlich wenn du dann wieder zurückgehst in dein altes Muster, sprich dich genauso ernährst wie vorher, nichts dabei gelernt hast, wie du einen gesunden Lebensstil an den Tag legen kannst, bist du wieder ziemlich schnell am gleichen Punkt wie vorher. Und für den Körper ist dieses Auf und Ab, ja, von Gewicht, von Fett drauf, Fett runter und so weiter natürlich absolut nicht gesund, ja, das kannst du dir natürlich denken. Für deinen Stoffwechsel meistens auch nicht. Die meisten machen es nämlich mit einer Crash-Diät und essen sehr, sehr, sehr viel, viel zu wenig, ja. Manche essen sogar unter ihrem Grundumsatz. Grundumsatz heißt im Prinzip Grundumsatz, was dein Körper braucht, um zu überleben, ja. Und da hast du dich noch nicht mal bewegt. Also das, was dein Körper tagtäglich braucht, damit all deine Organe, all deine Stoffwechselprozesse funktionieren. Und wenn du deinem Körper über längere Zeit weniger Kalorien gibst als das, was er zum Leben braucht. Naja, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden, dass das natürlich nicht gesund ist. Ja? Also ich sehe schon hier, ihr seid heute nicht so aktiv. Ja? Keiner möchte teilen, welche Diät ihr schon hinter euch habt. Das ist auch völlig in Ordnung. Ihr müsst nichts teilen, aber fühl dich wirklich frei, hier in die Kommentare zu schreiben. Wenn du Kommentare hast, ja, einfach mitmachen oder wenn du Fragen hast, jederzeit gerne. Nichts hat geholfen bei der Katrin, bis sie mich im Dezember gefunden hat. Juhu, so sieht's aus. Katrin hat schon einiges an Gewicht verloren. Katrin macht jetzt Krafttraining, sie trinkt die exogenen Ketone, hat ihren HbA1c, also auch ihren Langzeitblutzucker, sehr, sehr, sehr gut senken können schon und ist auf dem besten Weg zur besten Version von sich selbst zu werden. Christina sagt auch, alles hat sie versucht, ja, ähnlich wie ich, ja, es gibt irgendwie nichts, was man nicht versucht hat. Ja, geholfen hat irgendwie gefühlt nichts. Sind wir uns immerhin einig und der Grund dafür ist ganz oft, bei ganz vielen Menschen zumindest, genau genommen eigentlich jeder zweiten Person da draußen, eine Insulinresistenz. Und was das bedeutet, das erkläre ich dir jetzt. Und zwar, ich erkläre das immer gerne an einem ganz einfachen Beispiel. Ja, stell dir einfach vor, dein Haus ist deine Zelle oder deine Zellen sind Häuser. Ja? Dein Haus ist deine Zelle. Es klopft an der Tür, ein Lieferant steht vor der Tür mit einem Päckchen Mehl, ein Päckchen Pasta und einem Päckchen Zucker. Du denkst dir, eigentlich habe ich gar nichts bestellt, aber ist nicht schlimm, mein Vorratsschrank ist leer, passt, nehme ich an, vielen Dank. Am zweiten Tag kommt der gleiche Lieferant wieder, er bringt dir wieder ein Päckchen Mehl, ein Päckchen Pasta und ein Päckchen Zucker. Du denkst dir, ach wunderbar, cool, kann ich endlich mal wieder meine Vorräte auffüllen. Am dritten Tag kommt der gleiche Lieferant wieder, er bringt dir wieder ein Päckchen Mehl, ein Päckchen Pasta, ein Päckchen Zucker. Und es geht so weiter. Eine Woche vergeht, zwei Wochen vergehen, drei Wochen vergehen. Und dein Vorratsschrank ist mittlerweile komplett voll. Du hast schon noch irgendwie einen anderen Schrank gefunden. Du fängst schon an, die Sachen ins Wohnzimmer zu packen, weil die Küche schon voll ist. Und du denkst dir so, jetzt brauche ich eigentlich nichts mehr. Der Lieferant kommt wieder. Er bringt dir ein Päckchen Mehl, ein Päckchen Pasta und ein Päckchen Zucker. Jeden Tag kommt der. Und irgendwann sagst du, hey, sorry, vielen Dank, das ist echt nett, aber ich brauche nichts mehr. Ich habe echt jetzt genug Vorrat fürs ganze Jahr.
gar kein Thema, ich bin voll, ich brauche nichts mehr, ich habe keinen Platz mehr in meinem Haus. Der Lieferant sagt, das ist mir eigentlich ziemlich egal, ich habe hier stehen, Sie haben ein Abo, Sie kriegen das jetzt jeden Tag, da kann ich nichts machen. Okay, was passiert? Du fängst an, alle anderen Zimmer in deinem Haus noch zu befüllen mit den ganzen Lieferungen, ja? Dein Kleiderschrank machst du bis oben hin voll. In deinem Schlafzimmer stapeln sich schon die Päckchen. Im Bad, auf der Toilette, überall ist alles voll. Voller Päckchen Mehl, Päckchen Pasta, Päckchen Zucker. Das Haus quillt schon quasi über. Nur noch in deinem Bett. Du hast so eine kleine Kuhle in deinem Bett, hast du noch freigelassen, wo du dich so zusammenkauern kannst, hinlegen kannst und noch schlafen kannst. Und du weißt, hey, diese kleine Kuhle in deinem Bett, die muss auch noch frei bleiben, weil da musst du ja noch schlafen. Und das ist der Moment, in dem du reagierst und sagst, okay, jetzt reicht's, jetzt geht einfach nichts mehr. Du vernagelst einfach deine Tür. Das heißt, du nagelst Bretter vor deine Tür, du lässt nichts mehr in dein Haus rein. Und das ist genau der Moment, in dem die Zelle auch zumacht und die Zelle auch sagt, sorry, ich bin voll, es passt einfach nichts mehr rein. Und jetzt stell dir vor, beziehungsweise es geht noch weiter, der Lieferant kommt halt dann nicht mehr in dein Haus rein, aber das ist ihm egal. Der schmeißt die Päckchen vor deine Haustür, der schmeißt die Päckchen vor deine Garage, der schmeißt die Päckchen in deinen Garten, der schmeißt die Päckchen auf deine Einfahrt. Alles ist komplett voll, bis zur Straße vor. Also die Päckchen, die fallen schon alle bis auf die Straße vor. Und jetzt stell dir vor, das gleiche Szenario passiert bei jedem Haus in deiner Stadt, bei jedem Haus in deinem Dorf, egal wo du wohnst. Und was haben wir dann zur Folge? Natürlich, dass Stau auf der Straße entsteht, weil alles schon auf die Straße fällt, die Lieferanten kommen schon gar nicht mehr durch. Und dieser Stau auf der Straße ist im Prinzip gleichzusetzen wie bei dir zu viel Insulin im Blut. Das bedeutet, die Zelle hat schon zugemacht, ja, du hast dein Haus schon verriegelt, du hast deine Tür schon zugenagelt, damit nichts mehr reinkommt. Die Zelle hat einfach komplett zugemacht, da passt einfach nichts mehr rein. Und es entsteht Stau auf der Straße sozusagen, die Lieferanten kommen nicht mehr durch. Insulin ist im Prinzip der Stau auf der Straße, zu viel Insulin im Blut. Und das passiert, weil die Bauchspeicheldrüse immer noch mehr Insulin ausschüttet. Die Bauchspeicheldrüse denkt, okay, die eigentliche Aufgabe des Insulins wäre ja, den Zucker in die Zelle zu bringen. Ja, also im Prinzip die Päckchen in dein Haus reinzubringen. Und das geht eben nicht mehr. Und deswegen weiß die Bauchspeicheldrüse, die möchte ja auch helfen. Die sieht, wir haben hier ein Problem. Die Arbeit wird nicht gemacht, wir brauchen noch mehr Arbeiter. Sie schickt immer noch mehr Arbeiter ins Blut. Ja? Im Prinzip kommen immer noch mehr Lieferanten, weil das Zeug nicht mehr ankommt. Und das ist genau dann das Problem, einfach die mehr Lieferanten bzw. das höhere Insulin hilft dann aber auch irgendwann nicht mehr. Irgendwann ist, wie gesagt, zu, weil die Zelle zugemacht hat. Und dann haben wir eine Anstauung von Insulin im Blut, also das Insulinlevel erhöht sich. Schritt für Schritt und wir haben dann eben eine Insulinresistenz, die beginnt. Ja? Also eine Hyperinsulinämie bedeutet zu viel Insulin im Blut, bedeutet letztendlich umgangssprachlich Insulinresistenz. Und jetzt habe ich das in meinem Beispiel, habe ich natürlich den Zucker, das Mehl und die Pasta dafür verantwortlich gemacht. Ja? Das waren im Prinzip die drei Beispiele, weswegen du eine Insulinresistenz bekommst. Ja? Bedeutet, zu viel ungesunde Kohlenhydrate, zu viel ungesunde Lebensmittel, verarbeitete Produkte, zu viel Zucker für das, dass du dich zu wenig bewegst. Ja? Wenn man das mal so aufwiegt. Jetzt ist das natürlich nicht der einzige Grund, weswegen eine Insulinresistenz entstehen kann. Ja? Die kann auch durch diverse Krankheiten entstehen, durch diverse Dinge, die passieren in deinem Körper, in deinem Leben, durch Umwelteinflüsse, das kann durch Stress, aber auch durch schlechten Schlaf, durch zu lange und zu viel, zu wenig oder zu schlecht schlafen, das spielt alles mit rein. Aber sagen wir mal, das Hauptproblem unserer Gesellschaft, ich sage immer, die Pandemie, die eigentliche Pandemie unserer Gesellschaft ist tatsächlich die Insulinresistenz. Nur darüber spricht einfach niemand, weil es A, keiner weiß und B, wahrscheinlich interessiert es auch niemanden. Ja? Das heißt, hier ist wirklich der Einzelne gefragt, was kannst du denn tun, wenn du schon eine Insulinresistenz hast? Und die Krux an der Sache ist, du weißt gar nicht, dass du eine hast, weil es nie gemessen wird. Ja? Und da kommen wir gleich noch dazu. Genau, die Christina sagt, die Ketone helfen mir sehr, vor allem gegen Heißhunger und leistungsfähiger beim Sport. So geht es mir auch. Also ich trinke meine Ketone sehr gerne vom Sport, weil ich einfach mehr Power habe, mehr Kraft habe, auch mehr Gewichte nehmen kann. Da habe ich dann auch einfach viel mehr Spaß, viel mehr Energie habe. Genau, ich trinke sie hauptsächlich wegen Fokus und Energie. Und mit dem Heißhunger finde ich auch echt spannend. Kenne ich seit 2 Jahren auch absolut gar nicht mehr, außer ich esse doch mal irgendwie wieder ein bisschen anders, sehr viel Zucker oder so, dann spüre ich schon den Heißhunger auch mehr. Klar, dann kann ich Ketone trinken, dann ist er wieder weg, das ist gut. Weil das ist wirklich ein Feedback, das bekomme ich schon
wahrscheinlich nach den ersten 1, 2, 3 Tagen Ketone trinken, dass sich Kunden bei mir melden und sagen, Mensch, das ist total genial, ich habe einfach gar keinen Heißhunger mehr, ich habe gar keinen Bock mehr auf meine Schokolade, auf meine Chips, auf meine Gummibärchen, ich kann ganz leicht darauf verzichten. Und das ist halt genau das Geniale an den Ketonen, die sind keine Wunderabnehmpille oder sonst irgendwas, weil sowas gibt es einfach nicht, Punkt, so ist es leider. Du musst immer deinen Lebensstil ändern, nämlich dann auf deine Ernährung schauen, dich mehr bewegen, auf deinen Schlaf achten und so weiter. Das ist immer die gleiche Leier, ja. Es wird nie langweilig, das zu erzählen, weil es immer noch so viele Menschen da draußen gibt, die das wirklich immer noch nicht beherzigen oder einfach wissen, und immer noch so viele Menschen, die das auch immer mal wieder hören müssen. Aber die Ketone geben dir halt einen tollen Katalysator, weil sie dir mehr Energie geben, besseren Schlaf geben und so weiter, damit du einfach sozusagen diese neuen Dinge für dich, ja, also eine gesündere Ernährung, auf Zucker verzichten als Beispiel, dich mehr bewegen, dass du diese Dinge einfach leichter umsetzen kannst. Geht natürlich auch ohne Ketone, keine Frage. Mit ist es halt einfach ein Schritt einfacher, ein Stück einfacher und gut ist einfacher und geht halt vermutlich auch ein bisschen schneller, zum Beispiel wenn du aus deiner Insulinresistenz rauskommen möchtest. Wenn du jetzt komplett neu bist oder einfach mehr erfahren möchtest über die Ketone, du kannst jederzeit immer gerne über den Linktree in mein Profil gehen, der allererste Link. Dort kommst du direkt in mein WhatsApp, das geht von jeder Plattform aus, das ist der direkteste Weg zu mir. Der Text ist schon vorgefertigt für die Ketone, schreib gerne noch deinen Namen dazu, dass du hier mit dem Live warst, dann schicke ich dir gerne die Infos zu den Ketonen erstmal, zu mehr Infos und gerne dann auch den Shop-Link, wenn du sie mal ausprobieren möchtest. Wir haben gerade ein cooles Angebot für neue Kunden, orientiert sich auf jeden Fall. Das heißt, du hast hier eine coole Möglichkeit, dich erstmal zu informieren. Ansonsten natürlich findest du, egal auf welcher Plattform, natürlich massig Content dafür natürlich auch. Gehen wir zurück zur Insulinresistenz, ja? Bedeutet, warum wissen so viele Menschen nicht, dass sie eigentlich eine Insulinresistenz haben? Also Insulinresistenz ist der Vorbote des Typ-2-Diabetes. Ja? Insulinresistenz ist nichts anderes als eine Stoffwechselkrankheit. Du bist stoffwechseltechnisch krank, wenn du eine Insulinresistenz hast. Ja, das klingt jetzt total dramatisch, keine Sorge. Das ist was, was du wieder umkehren kannst, das ist was, du wieder, das kannst du wieder loswerden. Du musst halt nur wissen, wie. Und einfach nur abnehmen und ein Kaloriendefizit essen erreicht halt meistens nicht, ja. Das heißt, es ist wichtig, dass die oberste Priorität bei einer Insulinresistenz ist, eben was wir vorher gesagt haben. Das Problem ist ja, wir haben zu viel Insulin im Blut, wir wollen das Insulinlevel senken. Das ist die oberste Priorität bei Insulinresistenz. Und dafür ist es nötig, den Blutzucker so stabil wie möglich zu halten. Und das wird leider bei jeder Diät, bei jedem Abnehmprogramm, bei wahrscheinlich, das ist jetzt nur meine Einschätzung, 90-95% aller Ernährungsberater da draußen einfach nicht berücksichtigt. Weil es auch noch ein sehr neues Konzept ist, ja. Das heißt, dass du abnimmst mit Blutzuckermanagement, das gibt's noch nicht lange, ja. Das ist wirklich noch in den Kinderschuhen, in den Babyschuhen. Das ist eigentlich noch im Bauch, sagen wir mal so. Es ist noch gar nicht geboren worden. Das heißt, ich habe vor, weiß ich, wie viele Jahre, so lange ist es noch nicht her, ich glaube 5 Jahre, 4 Jahre bei meiner Ernährungsberaterausbildung, ich habe es auch nicht gelernt, dass man auf den Blutzucker achten muss, dass es wichtig ist, dass der stabil bleibt und was denn die Insulinresistenz wirklich bedeutet. Wir haben natürlich über Typ-2-Diabetes gelernt und dass man da eine Haferkur machen soll und 5-mal am Tag essen soll, um den Blutzucker stabil zu halten, was man mittlerweile weiß, dass das völliger Quatsch ist, ja, dass das viel einfacher und viel besser und viel, also vor allem anders geht, um halt einfach das Ziel zu erreichen, den Typ-2-Diabetes zu besiegen. Jetzt aber, immer noch zurück zur Frage, warum wissen so viele Menschen nicht, dass sie eine Insulinresistenz haben, weil es nie gemessen wird? Es ist nämlich so, wenn du mit den Symptomen von einer Insulinresistenz zum Arzt gehst, die da wären, zum Beispiel, hey, du bist ständig müde, du hast immer Heißhunger, du kannst nicht länger ohne essen, das heißt 3, 4, 5 Stunden, 6 Stunden, 7 Stunden ohne Essen sind für dich absolute No-Go. Das schaffst du einfach nicht. Das ist nicht normal. Das ist absolut nicht normal. Unser Körper ist dafür ausgerichtet, dass er das kann. Der ist dafür ausgerichtet, dass er auch mal wieder in den Fettstoffwechsel wechseln muss. Dass wenn er mal keinen Zucker, keine Kohlenhydrate und keine Nahrung bekommt, dass er sich trotzdem mit Energie versorgen kann. Nämlich in Form von Ketonkörpern, die er selber produzieren kann, wenn du eben länger nichts isst. Und das macht aber kein Körper mehr daraus. Die wenigsten, weil sie es nicht müssen, weil bei jeder Mahlzeit in irgendeiner Form Kohlenhydrate nachkommen und es auch einfach immer ständig gegessen wird, weil es keine Essenspausen gibt. Und deswegen hat der Körper oder haben die meisten Körper da draußen die metabolische Flexibilität verlernt. Das bedeutet, Metabolismus ist nichts anderes als dein Stoffwechsel, also die Stoffwechselflexibilität. Die
die Fähigkeit, vom Kohlenhydratstoffwechsel in den Fettstoffwechsel zu wechseln und wieder zurück. Und das sollte der Körper können und dafür ist unser Körper ausgelegt, dass man auch mal längere Essenspausen machen kann. Und wenn du jetzt diese Symptome eben hast, nicht länger ohne Essen auskommst, ständig müde bist, immer Heißhunger hast, wenn du all diese Symptome hast, wenn du viel Kopfschmerzen hast, wenn du Energieeinbrüche hast, ständig müde bist, wenn du vielleicht auch Stimmungsschwankungen hast, wenn du Bluthochdruck hast, hallo Natzli, cool, dass du dabei bist, wenn du vielleicht sogar Fibrome am Hals hast, so Hautanhängsel am Hals oder manche bekommen das auch an den Augen oder so. Das sind alles Anzeichen, das sind Symptome von einer Insulinresistenz. Und da könntest du vielleicht mal merken, dass irgendwas nicht stimmt. Die meisten da draußen merken es aber nicht, weil oder sagen halt nichts oder machen nichts draus oder ja, denken, es sei normal, weil jeder da draußen ist müde, jeder da draußen hat vielleicht viel Kopfweh, man schiebt es aufs Wetter. Jeder da draußen hat irgendwie Stimmungsschwankungen, hat viel Stress, weil irgendwie alles wird schlimmer, Geld wird immer weniger, Inflation immer höher. Wir haben ja genügend Probleme da draußen, ja. Viele machen wir uns einfach auch selber und sehen immer nur die schlechten Dinge, aber das ist ein anderes Thema. Und man denkt, das ist halt normal. Jeder hat das in unserer Gesellschaft. Das ist halt einfach so. Aber es ist absolut nicht normal. Ja, es ist auch nicht normal, dass du einen Wecker brauchst, um aufzuwachen. Ja, all diese Dinge. Es ist auch nicht normal, dass du aufwachst in der Nacht. Ja, wenn du aufwachst in der Nacht, das ist auch nicht normal. Das ist auch ein Zeichen, dass dein Fettstoffwechsel nicht funktioniert. Und deswegen, glaube ich, machen sich ganz wenig Menschen darüber Gedanken, was eigentlich vielleicht nicht stimmen könnte, weil sie denken, es sei halt normal. Und sagen wir mal so, wenn jetzt jemand versteht, okay, irgendwas passt nicht mit mir. Ich bin ständig müde, ich habe immer Heißhunger, ich nehme immer mehr zu. Vor allem auch, wenn du Bauchfett hast. Ja, Bauchfett ist auch ein Indiz von einer Insulinresistenz. Und wenn dein Bauchfett in Kombination mit Bluthochdruck eintritt, kann ich dir alles unterschreiben, was du hast. Ja, du hast vermutlich eine Insulinresistenz. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr, 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 sehr hoch. Jeder, der eine signifikante Menge an Bauchfett mit sich rumschleppt, hat eine Insulinresistenz. Denn Bauchfett ist nichts anderes als ein entzündetes Organ. Ja? Und diese Entzündungen, die bleiben ja dann nicht nur hier in dem Bereich, sondern die gehen in den ganzen Körper. Und Entzündungen, stille Entzündungen, sind immer die Ursache auch von jeder Insulinresistenz. So geht es immer los. Du kannst dir merken, jede Baustelle in deinem Körper, jedes Wehwehchen, alles, was nicht in deinem Körper so läuft, wie es ablaufen sollte, die Basis sind Entzündungen. Und deswegen ist die Krux, ja, die Ursache von allem, wir versuchen Entzündungen in unserem Körper zu reduzieren. Danke für die Herzen. Und das ist wirklich das A und O und das ist so, 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 so wichtig. Jetzt sagen wir mal, gehen wir die Geschichte weiter. Du gehst mit diesen Symptomen zum Arzt, weil du merkst, scheiße, irgendwas passt mit mir irgendwie gar nicht. Ja, das läuft so absolut nicht und abnehmen klappt auch nicht. Ich esse schon seit Wochen im Kaloriendefizit, ich bewege mich viel. Ich müsste eigentlich schon längst 3, 4, 5 Kilo Fett abgenommen haben, ist aber nicht so. Dann stimmt auch was nicht. Ja? Wenn du nicht abnehmen kannst, ist irgendwas nicht richtig in deinem Körper. Und dann ist es nicht so, dass du nicht diszipliniert genug bist, dass du komisch bist, dass du es halt irgendwie nicht kannst, dass du weißt, was ich was bist, was dann ja oft auch gesagt wird von deinem Umfeld oder den Ärzten. Müssen sie halt weniger essen und sich mehr bewegen. Und du denkst dir, ja Himmel, was mache ich denn schon seit Monaten so? Ja? Also ich weiß nicht, ob das wer kennt. Ganz viele Kunden landen genau mit diesem Problem bei mir und es ist immer wieder die gleiche Geschichte und dahinter verbirgt sich eine Insulinresistenz und niemand misst es. Das heißt, du gehst zum Arzt, der Arzt sagt, wahrscheinlich motzt er erstmal und denkt, naja, müssen sich halt, keine Ahnung, was auch immer. Sagen wir mal, er nimmt dein Blut, er nimmt deine Blutwerte, du kriegst dein Blutbild und es ist, heißt alles okay. Du kennst dich 0,0 aus, du hast keine Ahnung, was da gemessen wird, du verlässt dich auf das, was dein Arzt sagt und wir haben nicht gesehen, dass du eine Insulinresistenz hast. Weil der Nüchternblutzucker, der dann immer natürlich mit abgenommen wird, der Nüchternblutzucker wird gemessen, wenn du zum Arzt gehst und die Frage ist, dir geht es nicht gut. Dann wird natürlich der Nüchternblutzucker angeschaut. Meinetwegen auch noch der HbA1c genommen oder oraler Glukosetoleranztest gemacht. Das wird auch hin und wieder gemacht. Fakt ist, dass wenn dieser Test gut ausfällt, wenn all diese Tests in Ordnung sind, heißt es noch lange nicht, dass du keine Insulinresistenz hast. Denn, wie wir vorher gesagt haben, die Insulinresistenz geht tatsächlich dem Typ 2 Diabetes um Jahre, Jahrzehnte voraus. Bedeutet, in dem Moment, wo dein Nüchternblutzucker zu hoch wäre, also du einfach einen Diabetes hast, einen Prädiabetes, alles ab 100 Nüchternblutzucker ist Prädiabetes, alles ab 120 Nüchternblutzucker ist dann ausgewachsener Diabetes. Und wenn du den hast, wenn du da schon bist,
erst dann fangen die Ärzte an, mal hellhörig zu werden. Ja, sie sind jetzt ein bisschen über 100. Die Aussage, die meine Mama zum Beispiel auch bekommen hat, sie war bei 109 nüchtern Blutzucker, alles andere als gut, es ist ein Prädiabetes. Die Ärztin hat zu ihr gesagt, ja, da kann man jetzt noch nicht viel machen, warten wir mal noch ein halbes Jahr, kommen Sie wieder, vielleicht haben wir dann einen Wert, sodass ich Ihnen Medikamente aufschreiben kann. Das heißt, die warten, bis du bei 120 bist und dann wollen sie dir Metformin verschreiben. Anstatt dir einfach mal verdammt nochmal zu sagen, schau mal ein bisschen auf deinen Lebensstil, iss mal ein bisschen gesünder, achte mal, deinen Blutzucker stabil zu halten. Vielleicht sagt der Arzt noch, ja, müssen Sie sich halt ein bisschen abnehmen, mehr bewegen und gesünder essen, aber gesund essen heißt dann Vollkornscheiße essen, das hilft dir leider halt auch nicht weiter. Heute bin ich sehr direkt, sorry. Wem das nicht gefällt, darf gerne gehen, das ist gar kein Thema. Aber das ist so wichtig, ja, weil das wird dir erzählt da draußen. Und das ist einfach echt sehr, sehr schade und ich finde das wirklich ernsthaft einfach unterlassene Hilfeleistung, ja. Ich möchte jetzt aber auch nicht schlecht über die Ärzte reden, denn die machen ja auch nur ihren Job, also die geben ja das weiter, was sie im Studium gelernt haben, aber ich finde halt schon ein bisschen Eigenverantwortung von dem Arzt gehört irgendwie dazu, dass er sich auch weiterbildet und dass er mal so ein bisschen über den Tellerrand schaut, was sind denn die neuesten Trends und was gibt es denn Neues in der Forschung, und das machen halt leider nicht alle, ja. Deswegen passt da gut auf, und nur weil ein Arzt sagt, hey, es ist alles okay, dein Blutzucker ist in Ordnung, heißt nicht, dass du gesund bist, dann hast du vermutlich trotzdem eine Insulinresistenz. Was gemessen werden muss dafür, ist nämlich das nüchterne Insulin im Serum. Und das kannst du wieder zu Hause messen und das muss beim Arzt gemessen werden. Und dem Arzt musst du das aber sagen, dass du das haben möchtest. Oder du sagst einfacher, der HOMA-Index. Ja, der HOMA-Index ist ein Quotient eben aus deinem nüchternen Blutzucker und deinem nüchternen Insulinlevel. Da kommt dann eine Zahl raus und alles, was über 2 ist, ist dann wirklich eine Insulinresistenz. Ja? Alles, was über 2 geht, ist in Tendenz Richtung Insulinresistenz. Ab 2,5 sagt man, hey, jetzt haben wir wirklich eine Insulinresistenz. Und dann hast du einen Ausgangswert und weißt, okay, an was kannst du arbeiten und wie kannst du, dann hast du halt im Prinzip einen Ausgangswert. Sagen wir mal, dein HOMA-Index ist 4, ja, das ist eine ausgewachsene, fette Insulinresistenz. Der HOMA-Index ist 4 und du weißt, du solltest ihn unter 2 bringen. Und dann hast du da, wie auf einer Waage, auch einen Ausgangswert und kannst halt daran arbeiten, den HOMA-Index zu verbessern. So sieht's aus, genau. Und das wird halt leider nicht gemessen. Das heißt, du musst deinem Arzt sagen, wenn du diese Symptome hast und wenn du eben Bauchfett hast und Abnehmen nicht klappt, dass du den HOMA-Index gemessen haben möchtest. Wenn der Hausarzt dann sagt, machen wir nicht, dann sagst du schade und suchst einen neuen Hausarzt, beziehungsweise suchst du einen anderen Arzt, der das einfach misst, oder du kannst gleich auch in ein freies Labor gehen. Zahlen musst du den HOMA-Index meistens eh selber, die wenigsten Krankenkassen zahlen. Das ist auch wieder so ein Thema. Wir haben leider kein Gesundheitssystem, sondern eher ein Krankheitssystem. Das heißt, die Kasse zahlt halt erst, das System zahlt erst, wenn du schon krank bist. Ja. Und das ist wirklich schade, aber so ist es. Deswegen müssen wir einfach ein bisschen Eigeninitiative mitbringen, um uns, um unseren Körper, um unsere Gesundheit zu kümmern. Das heißt, du kannst dich auf die Ärzte normalerweise nicht verlassen. Ja? Es gibt natürlich auch andere Ärzte, ich arbeite mit ganz vielen tollen Ärzten zusammen, die ein bisschen anders arbeiten, aber das ist leider nicht die Masse, die ich so mitkriege bei meinen Kunden. Genau. Katrin sagt, ich dachte, dass nachts aufwachen wäre normal. Jetzt schlafe ich schon seit Wochen durch. Und minus 14 cm Bauchumfang. Also haut mal hier ein paar fette Herzen raus für die Katrin. Das ist wirklich phänomenal. Mega, mega gut. Mit dem nachts aufwachen, ich hatte das auch. Hey, ich bin immer aufgewacht nachts. Ich dachte, ich habe eine kleine Blase und ich trinke viel Wasser. Ja klar, muss ich in der Nacht aufs Klo. Ja, nein, muss ich jetzt leider nicht mehr. Oder Gott sei Dank nicht mehr. Ich trinke immer noch genauso viel, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr, weil ich die Ketone ja auch noch dazu trinke und ich wache auch nicht auf in der Nacht. Ja. Das heißt, das ist schon sehr, 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 sehr cool. Was dann nämlich, interessiert euch das, was das mit dem Aufwachen in der Nacht auf sich hat? Haut mir mal einen Daumen nach oben, wenn ihr wissen wollt, was da dahinter steckt. Dann kann ich das echt, da kann ich dann noch mal ein bisschen ausholen, wenn euch das interessiert. Ansonsten gehen wir gleich weiter im Thema. So, jetzt schaue ich kurz mal auf TikTok. HOMA-Index liegt bei 2,5. Choice, okay, dann hast du ein bisschen Arbeit, aber ist ja gar nicht so dramatisch. Das ist super. Habe doch Intervallfasten schon einiges abgenommen. Das Bauchfett wird aber nicht weniger. So ist es. Bauchfett ist halt sehr, sehr hartnäckig. Das ist das, was meistens als letztes geht. Da hängen ja auch die Entzündungen drinnen. Ja, da haben wir dein Problemherd ist da drin. Das heißt, wenn du jetzt lernst, blutzuckerkonform zu essen, das heißt, deinen Blutzuckerspiegel so stabil wie möglich zu halten, wirst du auch dein Bauchfett loswerden. Und dann auf Zucker verzichten, falls du das noch nicht machst, hilft auch, dein Bauchfett loszuwerden.
Alkohol, hoffentlich brauchen wir darüber nicht reden, ja, aber viele denken, sie wollen abnehmen und trinken halt weiterhin noch Alkohol. Du wirst mit Alkoholkonsum, mit regelmäßigem Alkoholkonsum, wirst du kein Bauchfett wegkriegen, das ist einfach so. Also das sage ich halt auch immer dazu. Genau, Intervallfasten ist dann natürlich Bombe, weil du einfach Essenspausen einlegst, also das ist richtig cool, mach das gerne weiter. Super, was habe ich hier? Oh mein Gott, ich kann das gar nicht lesen, so klein ist das. Ich brauche mal eine Lupe hier. Das wäre es hier, so eine TikTok-Lupe. Okay, Daumen nach oben, scheint euch zu interessieren. Sehr cool. Sehr cool. Katrin macht auch den Daumen nach oben. Okay, was machen wir, wenn der Roma-Index zu hoch ist? Naja, das ist im Prinzip genau der Grund, warum ich hier bin. Wir setzen alle Tipps und Tricks um wieder aus der Insulinresistenz rauszukommen, sprich den HOMA-Index wieder normal zu bekommen. Ja, ich habe schon gesagt, da gehört natürlich die Ernährung, eine blutzuckerkonforme Ernährung, wie das funktioniert, lernst du wirklich bei mir. Da ist es nicht getan, einfach abzunehmen und im Kaloriendefizit zu essen. Du musst wirklich gucken, welche Lebensmittel nimmst du, damit dein Blutzucker so stabil wie möglich bleibt. Das ist einfach wirklich Schritt für Schritt lernen, wie das geht. Auch mal mit einem kontinuierlichen Blutzuckermesser arbeiten, wer das möchte, um mal zu sehen, was macht denn mein Blutzucker mit den diversen Lebensmitteln. Das ist nämlich bei jedem auch ein bisschen individuell. Und dann geht es natürlich um Bewegung, Krafttraining machen ist wahnsinnig wichtig, macht nämlich die Zellen wieder sensitiver dem Insulin gegenüber und natürlich den Schlaf verbessern. Schon eine Nacht schlechten Schlafs verschlechtert nämlich deine Insulinsensitivität um ganze 30%. Ich sage das nochmal, weil das ist so wichtig. Schon eine Nacht schlechten Schlafs verschlechtert deine Insulinsensitivität um 30%. Hast du vielleicht auch schon mal gemerkt, wenn du zu wenig geschlafen hattest, wenn du eine unruhige Nacht hattest, 1000 Mal aufgewacht bist, warum auch immer, oder vielleicht mal gar nicht geschlafen hast, weil du unterwegs warst, weil du gereist bist, im Flieger nicht schlafen konntest. Das ist die Hölle, oder? Also am nächsten Tag, natürlich bist du müde und erschlagen, weil du nicht geschlafen hast. Das ist das eine. Aber du hast auch immer mehr Bock auf ungesunde Dinge, oder? Ich habe dann immer Bock auf Butterbreze. Ich habe Bock auf alles Mögliche möchte ich dann essen. Dann möchte ich Pommes essen. Dann möchte ich Currywurst essen. Keine Ahnung. Also dann bin ich da total anfällig, essenstechnisch sehr unschlaue Entscheidungen zu treffen. Und das zieht sich dann durch. Du bist müde, da bewegst du dich weniger, machst dann auch deinen Sport nicht an dem Tag, weil du sagst, ich habe nicht geschlafen, was auch gar nicht so blöd ist, wenn dein Körper eh komplett überlastet ist, solltest du nicht auch noch ein hartes Krafttraining machen, solltest du auf den Körper achten, dann isst du schlecht und dann ist das ein Teufelskreis. Und das nur, weil einmal schlecht geschlafen. Und das ist eben genau der Grund, weil der Blutzucker dann erhöht ist durch das schlechte Schlafen. Somit hast du dann auch mehr Heißhunger, ja? Weil so entsteht der Heißhunger. Wenn der Blutzucker sehr stark ansteigt, ja, oder höher ist als sonst und dann wieder sinkt an der tiefsten Stelle deines Blutzuckers, hast du halt wieder Hunger und Heißhunger. Und dann kannst du da auch gar nicht so gut gegen angehen, ja? Da musst du schon sehr, sehr diszipliniert sein in so einem Moment zu sagen, nein, ich esse es jetzt nicht. Bin zum Beispiel heimgefahren von unserem Event, auch total erschlagen, müde, es war ein hammergeiles Event, ich war total happy, aber ich war echt fix und fertig, ich hatte auch höllische Kopfschmerzen irgendwie, weil es mir einfach echt zu viel geworden ist, ja, ich habe vielleicht auch ein bisschen zu wenig Wasser getrunken, ich bin heimgefahren und bin halt auf dem Weg nach Hause, ich habe mir eine Pizza mitgenommen, ich esse normal nie Pizza, ja, also Pizza ist für mich so der Inbegriff an Schrott, ja, naja, natürlich, wenn die Pizza selbst gebacken ist und so weiter, ist nochmal besser als natürlich eine Fertigpizza, ganz klar. Aber Pizza ist definitiv nicht gut für mich. Ich habe mir aber die Pizza mitgenommen, habe mich dann auch darauf gefreut. Es war lecker, es war gut. Danach hatte ich irgendwie Bauchweh und 2 Tage später hatte ich immer noch eine komische Verdauung. Aber selber schuld, ja. So solche Momente gibt es halt einfach mal. Aber dann war ich halt quasi, also die Entscheidung habe ich auch nur getroffen, weil ich müde war und weil ich halt in dem Moment wahrscheinlich einen erhöhten Blutzucker hatte, vom Wochenende komplett, da kam ja Stress auch noch dazu, alles diese Dinge und dann trifft man halt schlechtere Entscheidungen, ja. Und jetzt weiß ich gar nicht, wie ich da drauf gekommen bin, jetzt habe ich richtig, richtig weit ausgeholt. Genau, es ging um das Aufwachen in der Nacht, das wollten wir klären, warum man aufwacht in der Nacht. Aber ja, dass eben schon eine Nacht schlechten Schlafs deinen Blutzucker tatsächlich richtig durcheinander bringt und deine Insulinsensitivität um 30% verschlechtert tatsächlich, ja. Das heißt, du kannst von nur schlecht schlafen definitiv eine Insulinresistenz bekommen. Und das heißt, also genau, da waren wir stehen geblieben, wie kommst du raus aus der Insulinresistenz? Die Ernährung, Bewegung, Schlaf und natürlich noch Nährstoffe, das ist der vierte Punkt. Also natürliche Supplemente, sage ich immer dazu, das sind die 4 Säulen, an denen du arbeitest, um aus deiner Insulinresistenz rauszukommen. Idealerweise noch an deinem Stresslevel, wenn das relativ hoch ist, dass du den Stress auch verbesserst, denn auch Stress, Cortisol, unser Stresshormon, triggert auch immer Insulin, also wird das Insulin immer bei Stress noch höher sein, das wollen wir definitiv vermeiden. Ja? Wir wollen das Insulinlevel so niedrig wie möglich halten. Und wenn du Dauerstress hast und immer schlecht schläfst,
dann ist es echt schwierig. Dann kannst du natürlich mit deiner Ernährung gegensteuern, aber du wirst halt nie auf ein gutes Level kommen. Das heißt, du musst auf mehreren Ebenen einfach arbeiten, um aus deiner Insulinresistenz rauszukommen. Wie ist es jetzt in der Nacht, wenn du aufwachst? Das erkläre ich noch schnell. Also, du wachst auf, die meisten zumindest. Ja? Es gibt natürlich verschiedene Gründe, warum der Körper aufwacht in der Nacht oder was im Körper nicht stimmt. Aber bei ganz vielen Menschen ist es so, wir haben ja gesagt, die meisten Menschen sind einfach nicht metabolisch flexibel. Da funktioniert das Wechseln vom Fettstoffwechsel bzw. vom Kohlenhydratstoffwechsel in den Fettstoffwechsel nicht so wirklich gut. Und dann haben wir genau das Thema. Das heißt, in der Nacht fällt der Körper in den Unterzucker, weil du länger nichts gegessen hast. Der Körper hat verlernt oder hat keinen Bock, eigene Ketonkörper zu produzieren und den Blutzucker von alleine zu regulieren. Sagt er, ist mir zu anstrengend, ich kriege ja sonst auch immer Futter, jetzt mache ich halt ein bisschen Rabatz, dann wache ich auf und dann ist gut. Also bedeutet, der Blutzucker geht in den Keller, der Körper merkt das, das ist natürlich nicht gut für den Körper, der Körper reagiert, schüttet Cortisol aus. In dem Moment, wo der Körper Cortisol ausschüttet, wachst du ja auf, ja, das ist ja auch gut. In der Früh ist Cortisol gut, weil das weckt uns auf, das brauchen wir, aber mitten in der Nacht brauche ich es nicht. So, dann bist du aufgewacht, merkst, oh, meine Blase ist voll, ich gehe aufs Klo, du denkst, der Grund, warum du aufwachst, ist halt, weil du aufs Klo musst. Das habe ich zumindest ganz lange gedacht. Ich wache halt auf, weil meine Blase drückt. Nein, meine Blase hätte es schon durchgehalten bis am Morgen. Ich bin aufgewacht, weil mein Fettstoffwechsel nicht funktioniert. Normalerweise, wenn du nämlich, bevor du in den Unterzucker fällst, sollte der Körper halt umstellen. Ja, er kann entweder Gluconeogenese machen, bedeutet selber Kohlenhydrate herstellen, selber Zucker herstellen aus Eiweißen. Wenn er das nicht macht, das ist schon mal blöd. Und das Zweite, was er dann machen sollte, ist eigentlich in den Fettstoffwechsel zu wechseln. Das heißt, wenn all deine Speicher wirklich aufgebraucht sind, dass der Körper anfängt, eigene Ketonkörper zu produzieren. Das heißt, wenn alle Zucker- und Kohlenhydratspeicher in deinem Körper leer sind, die sind in Leber- und Skelettmuskulatur eingespeichert, wenn das alles leer ist, fängt dein Körper an, selbst Ketonkörper zu produzieren. Und das nennt sich eben Ketogenese oder dein körpereigener Fettstoffwechsel. Und wie gesagt, dieser Prozess funktioniert einfach bei ganz vielen Menschen nicht, weil er nie notwendig ist, weil wir ihn nie brauchen. Und deswegen wacht man auf in der Nacht. Ja? Das ist so der Grund. Wie hoch wäre der optimale Blutzuckerspiegel, beziehungsweise wie muss die Kurve aussehen um die 110? Um die 110? Warum 110? Also 110, nüchtern Blutzucker haben wir schon viel zu hoch. Wir haben vorher gesagt, alles was unter 100 ist, nüchtern Blutzucker, sollte normal sein. Alles was über 100 nüchtern Blutzucker ist, haben wir definitiv in Prädiabetes. Alles was nüchtern Blutzucker über 120 ist, ist ein Diabetes. Wenn du jetzt nach dem Essen 110 hast, wäre es natürlich super. Ja? Bei den meisten steigt es schon ein bisschen mehr, je nachdem was sie essen. Nach dem Essen kann er bis 140 hochsteigen, das wären so normale Werte. Bei mir schießt es auch mal, wenn ich einen Apfel esse oder so oder ein Stück Dattel oder so, geht ja auch mal bis 160 hoch. Ja, das ist ganz unterschiedlich, deswegen sage ich immer, hey, Obst und so weiter, klug einsetzen, nie alleine isoliert, sondern immer mit gesunden Fetten und Eiweiß oder ans Ende der Mahlzeit erst sehr setzen, damit der Blutzucker eben nicht so stark ansteigt. Ja, du kannst mit der Reihenfolge, wie du isst, kannst du beeinflussen, wie stark dein Blutzucker steigt. Also immer erst grüne Sachen, dann gesunde Fette, dann Eiweiß, als letztes die Kohlenhydrate, als letztes den Zucker. Solltest du Zucker essen, was ich dir auf jeden Fall nicht empfehlen würde, wenn du vorhast, aus deiner Insulinresistenz rauszukommen. Genau. Und dann nach dem Essen, 2 Stunden, spätestens 4 Stunden nach dem Essen, sollte er auf jeden Fall wieder unter 100 sein, dein Blutzucker, ja? Wenn du dann nichts mehr isst. Und bei den meisten funktioniert das halt absolut gar nicht. Das heißt, die sind entweder immer über 100, egal, die ganze Zeit, so wie es bei dir vielleicht jetzt auch ist, weil du fragst, ob 110 normal ist. Also normal wäre eigentlich, je nachdem, wie du dich halt ernährst, dass er gar nicht so weit steigt. Ja? Also dass er einfach eher wie so Wellen sind, wenn du was isst, wenn überhaupt. Ja? Das ist einfach, eine Linie wird keiner schaffen, das macht ja auch keinen Sinn. Ja? Er darf schon hoch und runter gehen, das ist ja auch mit Emotionen verknüpft. Wenn du aufgeregt bist, wenn du dich erschrickst für irgendwas, wenn du dich über was krass ärgerst oder so, wird dein Blutzuckerspiegel auch steigen. Wenn du Training machst, also wenn du trainierst, wenn du Krafttraining machst, wenn du in die Sauna gehst, das sind auch kurze Momente, wo dein Blutzucker steigt, die aber dann auch gut sind und gesund sind, das ist okay, der geht dann aber auch wieder runter. Aber die Momente, wo der Blutzucker steigt, eben von schlechtem Essen, oder eben von Emotionen, von Stress, das wollen wir halt eher vermeiden. Ja? Das heißt, idealerweise macht dein Blutzucker halt so eine schöne Linie, so eine schöne Kurve und macht nicht die ganze Zeit den hier. Ja? Jedes Mal, wenn du was isst, hoch und wieder runter, hoch und wieder runter. Aber das ist halt leider der Alltag von ganz vielen Menschen da draußen. Jedes Mal, wenn du was isst, deswegen sage ich halt nicht immer snacken zwischendrin, maximal 2 bis 3 Mahlzeiten am Tag ohne Snacks dazwischen, das reicht dir. Ja? Und dieser Mythos, der immer noch echt sich hartnäckig hält und auch wo viele Kollegen da draußen und auch viele Ärzte immer noch die gleiche Scheiße erzählen, dass du einfach
fünfmal am Tag essen sollst, um deinen Blutzuckerspiegel stabil zu halten, das ist einfach nicht so. Ja? Und wenn du es nicht glaubst oder da Zweifel hast, dann hol dir einen kontinuierlichen Blutzuckersensor, pack dir den mal für 2 Wochen in den Arm und schau mal, was passiert. Und dann verstehst du auch, was ich sage. Dann weißt du, dann kannst du damit auch mehr anfangen. Genau, so sieht's aus. Jetzt schauen wir mal, was wir noch für Fragen haben. Cool, voll mega hier. Ich hatte gestern 2 Belegte, hab's direkt gemerkt. Ja, Kathrin, willkommen. So ist es, gell? Aber das Coole ist ja, Kathrin, schau, man merkt es dann halt auch. So. Also, das heißt, das nächste Mal, wenn du sowas, oder das nächste Mal, wenn du vor so einer Entscheidung stehst, wirst du dich vielleicht dagegen entscheiden, ja? Weil du dann weißt, okay, war nicht gut. Und das ist so der erste Schritt halt, dann nicht sich zu verteufeln, zu sagen, oh, kacke, jetzt habe ich das wieder gegessen und so blöd. Nein, in dem Moment, wenn du dich dann auch aktiv zum Beispiel dafür entscheidest, weil du jetzt gerade Bock hast, ist ja auch okay, dann feier das, dann genießt das, dann musst du leider damit rechnen, dass es dir danach vielleicht nicht so gut geht, aber du hast dich ja aktiv dafür entschieden. Also immer halt nicht immer dieses negative Gefühl mit dem Essen verbinden. Das finde ich immer ganz wichtig. Wann nach dem Essen sollte man messen? 1 Stunde oder 2 Stunden? Naja, das ist halt super schwierig, wenn du dich immer nur piekst. Normalerweise 1 Stunde danach, um zu sehen, wie weit er gestiegen ist, vielleicht auch schon 1/2 Stunde danach, aber ich empfehle immer, wenn du das wirklich ernsthaft verstehen möchtest, was dein Körper macht und auch mal schauen möchtest, auf welche Lebensmittel dein Körper vielleicht besonders krass reagiert. Wie gesagt, das ist auch nicht bei jedem gleich. Bei mir schießt er mit Tomaten richtig weit hoch, bei jemand anderen vielleicht gar nicht. Dann hol dir so einen kontinuierlichen Blutzuckersensor und teste das mal für 2 Wochen. Du musst es ja nicht dann immer machen, weil die Leute sagen, oh, das ist so teuer. Ja, du musst halt einmal 50-60 Euro investieren, aber du bist danach um so viel schlauer und es ist für deine Gesundheit. Und ich kann das echt nur ans Herz legen, wenn du es ernst meinst mit dir und deinem Körper. Schau dir das einfach mal an, weil du lernst da so viel mehr. Klar, du kannst auch mir die ganze Zeit zuhören und das alles umsetzen und es wird auch klappen. Ich verspreche dir das definitiv. Aber wenn du es halt selber siehst, ich finde, da hat man immer einen höheren Lerneffekt und man lernt den Körper halt auch besser kennen. Ja, das finde ich wahnsinnig wichtig. Und klar, du kannst dich halt auch 100 Mal am Tag pieksen, aber du musst immer dran denken, du musst das Ding immer mitnehmen, wenn du unterwegs bist. Ich finde das ein bisschen mühsam, ehrlich gesagt. So, jetzt schauen wir mal, was noch auf TikTok passiert ist. Also ist einiges passiert. Ich versuche mal hier noch ein paar Fragen mitzunehmen. Bei dem HOMA-Index von 2,5 nehme ich schon 1500 Milligramm Metformin. Ich soll auf 2000 erhöhen und mein Arzt sagt, alles abends nehmen. Ich kenne es durch Google nur morgens und abends aufgeteilt. Ja, also da, wie gesagt, ich bin kein Arzt, ich gebe keine Ratschläge zu Medikamenten, gar nichts, da sage ich absolut gar nichts dazu, das steht mir auch absolut nicht zu. Je nachdem, du warst doch die Person mit dem noch gar nicht so hohen HOMA-Index, warst du nicht die mit 2,5? Ist jetzt noch nicht wahnsinnig hoch und kann man durchaus auch natürlich auf natürlichem Wege machen. Ja? Die Ärzte verschreiben dann natürlich immer gleich Metformin. Das musst du entscheiden, ob du es nehmen möchtest oder nicht. Also nichts einfach blind absetzen, ohne mit deinem Arzt zu sprechen. Das habe ich damit jetzt nicht gemeint, aber sei dir bewusst, nur das Metformin alleine wird dir auch nicht helfen. Du musst deinen Lebensstil ändern. Das Metformin ist nichts anderes. Also das hilft ja nicht der Wurzel des Problems. Das wird deine Insulinresistenz nicht umkehren. Es wird nicht deine stillen Entzündungen wegmachen. Das kann nur der Lebensstil. Das heißt, eine gute Ernährung, mehr Bewegung, besserer Schlaf, diese Dinge helfen dir, deine Insulinresistenz umzukehren. Idealerweise, wenn du Metformin einsetzen möchtest, dann musst du diese anderen Dinge parallel auch machen, ja, um dann irgendwann die Dosis des Metformins reduzieren zu können und das Metformin irgendwann komplett weglassen zu können. Denn wir dürfen nicht vergessen, es ist ein Hardcore-Medikament. Es hat krasse Nebenwirkungen. Die einen vertragen es besser, die anderen vertragen es schlechter. Das ist wie wenn du eine fette Wunde hier hast, als Beispiel. Du hast eine fette Fleischwunde hier in deiner Hand, was super unangenehm ist, weil du kannst nichts machen. Sagen wir mal, du bist Rechtshänder oder was auch immer. Geht halt nicht. Du klebst einfach nur ein Pflaster drüber. Du reinigst nicht diese Wunde, du desinfizierst die Wunde nicht, du lässt immer das gleiche Pflaster drauf, du wechselst nie dein Pflaster, du schaust auch nie rein. Irgendwann kommt da schon ekliges Zeug aus deiner Wunde raus. Du klebst halt ein größeres Pflaster drüber, sprich, du machst halt die Dosis von Metformin höher, aber du wirst nie die Wurzel des Problems, die Ursache des Problems wirst du damit nicht lösen, ja? So ist es einfach. Medikamente sind da nicht die Lösung. Medikamente mindern nur die Symptome. Das heißt, du musst dich fragen, was möchte ich haben in meinem Leben? Möchte ich mein Leben lang irgendeine Pille schlucken, ein Medikament, das krass mein Körper beeinflusst,
im negativen Sinne. Medikamente sind ja nie gut für den Körper. Ich hoffe, das wissen alle hier. Oder möchtest du einfach lernen, wie du gesund leben kannst und Schritt für Schritt das Medikament reduzieren kannst, bis du es irgendwann nicht mehr nehmen kannst. Also das muss jeder für sich entscheiden. Und ich bin halt für die zweite Sorte Menschen einfach da, um dir zu zeigen, wie kannst du deinen Lebensstil verändern, wie kannst du gesund leben, ohne dass du halt, also indem, dass du einfach die Wurzel jedes Problems in deinem Körper findest und sie behebst. Und das kannst du halt ganz viel einfach mit Ernährung machen. Bewegung kommt dazu, auf den Schlaf achten, und dann hast du schon sehr viel richtig gemacht. Natürlich gibt es immer mal Situationen im Leben, wo man nicht auskommt und Medikamente nehmen muss. Definitiv, ja. Und es muss auch jeder für sich entscheiden, wann diese Situation quasi ist. Aber sei dir einfach bewusst, es geht auch anders. Es geht auch natürlich. Genau. Ich schaue gerade, ob wir hier noch Fragen haben auf TikTok, die ich gerade noch nicht sehe. Ich musste nämlich immer sehr viel scrollen, weil jeder, der hier beitritt, hat eine Zeile und da sind dann halt auch die Kommentare dazwischen. Wenn jemand übrigens weiß auf TikTok, wie ich dann die Fragen rausfiltern kann, hey, bin ich offen für Vorschläge. Hast du einen Ernährungsplan, an dem ich mich orientieren kann? Also Erika, du findest schon mal massig Content bei mir auf allen Plattformen gratis. Ja, das heißt, du bist auf TikTok, ich finde es da echt nicht so schön geordnet. Komm gerne, wenn du hast, auf Instagram rüber. Schau dir dort die Story Highlights durch. Ich habe da auch Grafiken von gesunden Lebensmitteln, eine Faustformel, wie du deine Mahlzeit gesund gestalten kannst. Das kannst du da alles lernen. Das ist alles gratis. Gerne auch auf YouTube kommen. Playlist Insulinresistenz besiegen von meinem Kanal. Schau dir das an. Das sind 4 Videos genau über diese 4 Säulen. Ernährung, Bewegung, Schlaf, natürlich Supplemente. Was du machen kannst. Die sind alle 10 bis 15, 20 Minuten. Das heißt, du kannst in einer Stunde, sagen wir mal grob, alles lernen, was du dafür wissen musst, um da wieder rauszukommen. Ja, und das ist schon richtig genial und komplett gratis. Meine Kunden, die bekommen natürlich ein bisschen Sonderbehandlung, sowieso, wäre ja auch unfair, wenn nicht. Die bekommen eine komplette Guideline zum Thema Insulinresistenz, genau für diese 4 Säulen, was sie machen müssen, um da wieder rauszukommen, in Schriftform. Das heißt, man kann sich das auch abspeichern, man kann sich das immer wieder durchlesen, ist ein bisschen einfacher zum Handeln, als Videos anzuschauen. Und natürlich Ernährungsempfehlungen bekommen die auch, die bekommen auch diese Faustformeln und so weiter. Also wenn du Kunde wirst, dann hast du da Zugriff auf das Ganze. Kunde kannst du werden über 2 Möglichkeiten. Entweder natürlich über ein klassisches Coaching, ganz klar, oder du sagst, du startest mit den exogenen Ketonen, nutzt die als Unterstützung, dann hast du meine Betreuung einfach mit dabei und auch Zugriff auf im Prinzip alle Unterlagen, über die ich jetzt gesprochen habe. Inklusive auch Zugriff auf meine Kunden-VIP-Gruppe. Ich habe schon gesehen, wir sind da fast 200 Leute schon. Ich habe immer von 180 gesprochen, aber die steigt und steigt. Total cool. Wir haben da super tolle Menschen drin, wie zum Beispiel die Katrin, die auch teilweise den alten, den neuen Hasen auch ein bisschen weiterhelfen, Fragen beantworten, und da kann man sich austauschen, da wird auch wird sich gegenseitig motiviert, also das ist wirklich eine ganz, ganz coole Community, das ist auch natürlich mit dabei. Kannst du etwas über Metformin erzählen? Ich nehme 1500 Milligramm abends nach ärztlichem Rat. Also habe ich gerade, glaube ich, alles schon erwähnt, was es dazu zu sagen gibt. Genau. Schauen wir mal, was wir noch haben. Ich glaube, das war's. Also wenn du jetzt auf TikTok noch eine Frage gestellt hast und dir denkst, verdammt nochmal, warum wird die nicht beantwortet? Ha, dann tut mir das leid. Dann bitte stell sie nochmal, weil, wie gesagt, für mich ist es unmöglich, hier alles zu finden, was da geschrieben wurde. Okay, machen wir mal weiter, beziehungsweise schauen wir erst noch, was hier geschrieben wurde. Mir hat mein Arzt den Sensor zum Testen sogar geschenkt für 2 Wochen. Oh, das ist aber ein cooler Arzt, mega. Der Sensor war echt klasse, das mal zu sehen, wie die Lebensmittel reagieren. Ja, cool, das, hast du echt einen spitzen Arzt. Sag mal, wo du bist und wer dein Arzt ist. Ich glaube, hier sind einige, wollen einige kommen. Er hatte ein Muster vom Sensor als Belohnung, weil ich ohne Medikamente meinen Blutzucker so gesenkt habe. Ja, mega, also das ist mal ein schöner Arzt. Mit dem würde ich auch gerne zusammenarbeiten. Sehr cool, ja. Und so sollen die Ärzte halt sein. Ja, das ist halt cool. Es ist ein ganz tolles Beispiel, danke Katrin, dass es halt auch andere Ärzte gibt. Und das finde ich super, super schön. So, danke für die Herzen. Die sind alle von der Alice. Voll nett. Ja, okay. Upsi, sorry. Jetzt hätte ich hier was TikTok umgerannt. Machen wir mal noch kurz weiter. Also wir haben geklärt, wo die Insulinresistenz herkommt, wie sie entsteht. Wir haben jetzt auch gesagt, welche Symptome. Wir haben gesagt, wie du sie messen kannst. Wir haben jetzt auch schon angesprochen, sozusagen, wie du da wieder rauskommst. Ernährung, Bewegung, Schlaf, natürliche Supplemente. Ich habe euch gesagt, wo ihr auch die Inhalte findet. Das heißt, wir haben eigentlich wirklich schon sehr, 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 sehr viel heute besprochen. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, jederzeit gerne stellen.
Vielleicht noch die Folgen auch, ja. Also ich habe es ja vorher mehr oder weniger schon angesprochen. Die Insulinresistenz ist der Vorbote vom Typ-2-Diabetes. Auf dem Weg zum Typ-2-Diabetes kann ganz oft noch eine Fettleber auftreten. Also meistens tatsächlich, ja. Also das geht wahrscheinlich gar nicht ohne. Aber auch all die ganzen anderen Zivilisationskrankheiten, die wir so kennen, ja. Also natürlich metabolisches Syndrom, Fettstoffwechselstörungen, das haben wir jetzt alles schon genannt, aber auch Arteriosklerose, beziehungsweise Herz-Kreislauf-Beschwerden. All diese ganzen Sachen, die halt im Alter auftreten, ja, der Bluthochdruck und solche Geschichten, das sind alles Dinge, die einfach auf deinen Lebensstil zurückzuführen sind und die du auch wieder umkehren kannst, wenn du deinen Lebensstil anpasst. Danke, Samira, für die Rose. Oder wo du halt gar nicht erst hinkommst, wenn du gleich ordentlich dich kümmerst, einfach um deinen Körper. Ja? Genau. Und auch ganz wichtig ist mir auch immer, dass ihr halt wisst, okay, Insulinresistenz entsteht halt nicht nur von zu viel Zucker. Ja? Also das ist tatsächlich die Hauptursache, aber halt auch ein Bewegungsmangel oder ein Nährstoffmangel, gewisse Krankheiten, natürlich dein Bauchfett, all diese ganzen Dinge sind einfach ja, Ursachen für eine Insulinresistenz, ja. Und das ist halt wirklich, also Vitamin D, ja, ihr wisst, es kommt durch die Sonne. Du musst Vitamin D supplementieren, vor allem bei uns im Winter, weil du keine Chance hast, deinen Vitamin D-Bedarf zu decken über die Sonne bei uns im Winter, weil die Sonneneinstrahlung viel zu gering ist. Das heißt, wenn du kein Vitamin D supplementierst, gibst du deinem Körper schon mal eine Chance weniger, um gesund zu sein, ja? Und da gibt es noch andere Nährstoffe. Natürlich chronische Entzündungen als Vorbote für all diese Dinge, ja? Das heißt, es sind immer natürlich mehrere Aspekte, die da zusammenkommen, bei den meisten Menschen wahrscheinlich alles auf einmal, ja? Genau, ich hoffe, das war jetzt hilfreich für euch. Ihr habt hier was lernen können. Wenn du sagst, Mensch, cool, jetzt habe ich noch die eine oder andere Frage, ich traue mich aber hier nicht, sie da reinzuschreiben, das ist absolut nicht schlimm. Du kannst mir jederzeit gerne direkt eine Nachricht schicken auf Instagram oder wie gesagt, du kannst auch über den Linktree mein Profil, der allererste Link, der führt in mein WhatsApp. Der Text ist da vorgefertigt für die Ketone, den kannst du natürlich nutzen oder ihn auch gerne umschreiben. Und wie gesagt, wenn du eine Unterstützung haben möchtest, beim Lebensstilwandel sozusagen, um einfach keinen Heißhunger mehr zu haben, schon mal die größte Hürde quasi ausgehebelt zu haben, im Sinne von, dass der Blutzucker reduziert wird, dass du mehr Energie hast, dass du besser schläfst. Das sind alles tolle Maßnahmen, die du hast über die exogenen Ketone, über den Zustand der Ketose, über Ketonkörper im Blut, die dir halt helfen, dann bessere Entscheidungen für dein Essen zu treffen, bessere Entscheidungen für deinen Bewegungsumfang zu treffen und und. Das sind alles. Es ist im Prinzip wie ein Katalysator, der dir hilft, das Ganze leichter umzusetzen. Wenn du mich jetzt fragst, komme ich auch aus einer Insulinresistenz ohne die exogenen Ketone raus? Natürlich, definitiv. Haben schon ganz viele Menschen davor geschafft, als tatsächlich die Ketone noch nicht so gab, dass sie jeder kaufen konnte bei uns in Europa. Es ist halt auf jeden Fall, dauert es länger, definitiv, und ist ein bisschen steinigerer Weg, ein sehr viel steinigerer Weg, würde ich sagen. Ja? Bedeutet, du kannst dir halt aussuchen, nimmst du den leichten Weg oder nimmst du halt dann doch den harten, steinigen Weg und läufst die Gefahr, dass du irgendwo auf dem Weg halt leider vom Weg abkommst. Ja? Und das ist das, was bei den meisten einfach passiert, wenn sie versuchen, ihren Lebensstil zu verändern, auf Zucker zu verzichten. Am Anfang klappt es vielleicht noch gut, aber irgendwann ist dann halt wieder Schluss, weil sie wieder zurückfallen in alte Muster. Und da hast du halt mit den Ketonen als Katalysator einfach eine Hilfe, eine Unterstützung, es dir leichter zu machen, dass es einfacher geht, dass es schneller geht, dass es mit weniger Problemen und Schweiß geht, sage ich mal, ja. Und Ketonkörper sind immer die reinste und effizienteste Energiequelle, die der Körper haben kann, ja. Dein Körper bevorzugt auch zu jeder Zeit lieber Ketonkörper vor Glucose. Dein Gehirn mag auch lieber Ketonkörper zur Verstoffwechslung, zur Energiegewinnung, weil die Ketonkörper dreimal so viel Energie freisetzen können als Zucker, das kann in deinem Körper, und dabei auch keinen Abfall macht. Bedeutet, keine Abfallstoffe produziert bei der Verbrennung. Ja? Das ist wie wenn du die Wahl hast, mache ich Schrottbenzin in mein Auto oder mache ich High-Class-Benzin in mein Auto oder meinetwegen auch Öl. Ja? Du würdest dir auch nicht irgendein dreckiges Öl, was schon durch einen Ölwechsel gelaufen ist von irgendwo anders, würdest du ja auch nicht in dein Auto schütten. Dann nimmst du natürlich das teure, gute Öl und gibst deinem Auto alles, damit es gut funktionieren kann und damit es auch länger hält und nicht kaputt geht, oder? Genauso ist es mit dem Körper auch. Und deswegen freut sich der Körper, wenn er halt hin und wieder wirklich Ketonkörper bekommt. Ob du das jetzt über Fasten oder über ketogene Ernährung hinkriegst oder dir exogene Ketone zur Unterstützung nimmst oder idealerweise alles drei machst, ja,
sei mal dahingestellt. Aber wichtig ist dann immer nur, dass du, wenn du dich für exogene Ketone als Unterstützung entscheidest, dann nutzt die richtigen Ketone. Das ist das Letzte noch, was ich sage, dann sind wir durch. Dann nutzt die richtigen Ketone, und zwar RBHB-Ketone. Nur RBHB-Ketone sind 100% bioidentisch. Bedeutet 1 zu 1 gleich zu denen, die dein Körper herstellt, wenn du dich ketogen ernährst oder wenn du fastest. Und deswegen kennt sie dein Körper auch, weil er sie ja selbst herstellen kann, kann sie dann nutzen als Signalmoleküle und Energieträger. Und wenn du jetzt irgendwas anderes da draußen dir holst, wo auch exogene Ketone draufsteht, aber keine Ketone drin sind, beziehungsweise keine RBHB-Ketone drin sind, wirst du halt merken, das hilft nicht wirklich. Ja? Das heißt, du kannst auch, wenn du nachmisst im Blut, du kannst zu Hause Ketone im Blut messen, wenn du dir so ein Gerät für Ketose messen kaufst. Gibt es oft in Kombination mit Blutzuckergeräten, da kann man beides messen, das ist natürlich auch ganz cool. Dann wirst du sehen, du kommst mit, indem dass du die exogenen Ketone trinkst, ja, die löst du in Wasser auf. Bei mir sind sie jetzt schon fast leer hier. Ich habe sie auch schon verdünnt, deswegen sieht es hier so aus wie helles Pipi. Das ist nicht so ansehnlich, aber so sieht es aus, wenn man die dann verdünnt. Du kommst innerhalb einer Stunde in Ketose. Das heißt, du merkst, innerhalb einer Stunde kannst du messen vom Ketonwert im Blut, du bist in Ketose. Und das funktioniert auch, egal ob du Kohlenhydrate isst oder keine Kohlenhydrate isst. Und das ist halt das Legendäre, denn du hast eine Möglichkeit, in Ketose zu kommen, in den heißesten Zustand unseres Körpers, im Ketonkörper ins Blut zu geben, obwohl du halt trotzdem hin und wieder auch gute langkettige Kohlenhydrate essen kannst. Und das ist halt richtig, richtig, richtig cool. Und das gab's halt, das gibt's noch nicht lange, ja. Von dem her ist das richtig genial, und ich bin, wie gesagt, ein Riesenfan von den Ketonen. Nicht nur eben, um schneller aus der Insulinresistenz rauszukommen. Meine Mama hat es, wie gesagt, aus dem Prädiabetes rausgeschafft. Ich habe schon Leute erlebt, die aus einer Depression damit rausgekommen sind. Meine Mama hat jetzt auch keine Rheumaschmerzen. Meine Mama kann ich für alles anführen, weil die ist echt ein Paradebeispiel. Hat keine Rheumaschmerzen mehr wegen der Entzündungslinderung. Er muss keine Blutdrucksenker mehr nehmen und. Ihr Hashimoto ist dadurch besser geworden. Sie kann jetzt wieder mehr Lebensmittel essen, ohne dass es sie irgendwie negativ beeinflusst. Verdauungstechnisch helfen sie auch ganz vielen Menschen. Hauttechnisch, ja, Leute, die Akne oder wie heißt diese Krankheit, die man an den Händen hat, wo die Hände so offen sind, fällt mir gerade nicht mehr ein. Irgend so ein komisches Wort, das ich mir nicht merken kann, ist auch egal. Auf jeden Fall, ich habe eine Kundin, die hat es damit komplett weggekriegt, ja. Und es ist halt schon richtig genial, was man damit einfach erleben kann. Wie gesagt, es ist kein Wundermittel, es sind einfach nur RBHB-Ketone, die gleichen, die dein Körper herstellt, wenn du dich ketogen ernährst oder fastest. Du musst halt wirklich nur darauf achten, dass RBHB drin ist, denn nur die bringen dich wirklich in Ketose. Alles andere, wenn da nur BHB draufsteht, also Beta-Hydroxybutyrat und kein rechtsdrehendes Beta-Hydroxybutyrat, dann sind das immer Mischformen. Dann hast du linksdrehendes und rechtsdrehendes drin, aber nur das rechtsdrehende wird dich in Ketose bringen. Und Pruvit, die Firma, mit der ich eben zusammenarbeite, mit den exogenen Ketonen, ist es wirklich die einzige Firma, die es geschafft hat, die Ketone auf natürliche Art und Weise herzustellen. Ja, bedeutet eben, du hast halt nicht irgendwelche Nebenprodukte damit drinnen oder irgendwelche künstlichen Stoffe, die eigentlich auch wieder nicht in deinen Körper rein sollen. Sagt der nüchtern Blutzucker annähernd irgendwas über den HOMA-Index? Nee, gar nicht. Also die Insulinresistenz? Nee. Also das ist ja genau das, was ich vorher gesagt habe, Nazi, hey, dass wenn der nüchtern Blutzucker im normalen Bereich ist, sagen wir mal, du hast einen nüchtern Blutzucker von 90, dann wird jeder Arzt sagen, ja super, alles gut, wir sind total gesund. Aber du kannst schon längst einen HOMA-Index von auf jeden Fall über 2 haben, sodass du eine Insulinresistenz hast. Und das ist halt genau die Krux. Und das ist halt echt schade, weil dafür muss halt, wie gesagt, es muss das Insulinlevel genommen werden. Das Insulinlevel braucht man, um den HOMA-Index zu ermitteln. Da gehört zwar der Blutzucker, der nüchtern Blutzucker auch dazu, aber eben auch das Insulinlevel. Und das messen halt leider die wenigsten Ärzte. Kann ich nochmal den HOMA-Index erklären? Klar, also der HOMA-Index, der heißt einfach so, das ist der Quotient aus der Neurodermitis, ja, das auch, genau, vielen Dank. der Quotient aus deinem nüchtern Blutzucker und aus deinem nüchtern Insulin. Also die beiden Werte werden gemessen für den HOMA-Index, nüchtern Blutzucker und nüchtern Insulin im Serum. Die beiden Werte werden dafür gemessen, die werden quasi als Quotient quasi einander gegenübergestellt, noch gegen irgendeinen Wert X geteilt, und da kommt dann eine Zahl raus. Und diese Zahl sagt, ist dann eben der HOMA-Index, und der besagt halt, hast du eine Insulinresistenz oder hast du keine. Das wäre so der goldene Standard, der halt genommen wird, um zu sehen, habe ich eine Insulinresistenz. Und
die Insulinresistenz kommt wirklich schon viel, viel früher, bevor einfach der nüchterne Blutzucker tatsächlich zu hoch ist. Also das ist ganz, 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 ganz wichtig. Und das ist halt auch einfach das Problem, dass eben deswegen die meisten das halt nicht rausfinden, dass sie eine Insulinresistenz haben, weil es halt einfach nie gemessen wird. Du musst wirklich einfach den Arzt darauf ansprechen, dass du das messen möchtest. Und übrigens auch dünne Menschen können eine Insulinresistenz haben. Ja? Das wissen auch die wenigsten. Also es gibt ja oft, vor allem sind es auch teilweise Mädels, aber manchmal auch Jungs, die einfach essen können, was sie wollen und die werden einfach nicht dick. Kennt jemand so jemanden? Also ich auf jeden Fall. Ich fand es früher immer super unfair, warum alle immer also das Gleiche gegessen haben wie ich, aber ich immer irgendwie davon zugenommen habe, andere nicht. Hat natürlich mit dem Stoffwechsel und mit der Bewegung auch was zu tun, ganz klar. Aber nur, weil du nicht dick bist, augenscheinlich, ja, weil du eben nicht viel Bauchfett hast oder weil du ja nicht dick bist, kein Übergewicht hast, heißt nicht, dass du nicht eine Insulinresistenz hast. Ja, es gibt die sogenannten TOFIs, Thin Outside, Fat Inside, das ist quasi die Abkürzung auf Englisch, danke für die Herzen. Das bedeutet, die sind von außen, schauen die dünn aus, die schauen ganz normal aus, aber innerlich sind die komplett verfettet, haben wahrscheinlich auch schon eine Fettleber, also eine nicht-alkoholische Fettleber. Und weil in deiner Bauchhöhle hast du Platz für ja schon ein paar Kilo viszerales Fett, ein paar Kilo Bauchfett, die sich da anlagern können, ohne dass es groß irgendwie nach außen wächst. Ja? Das heißt, du kannst innerlich auch verfettet sein, auch wenn du eigentlich dünn bist. Das heißt nicht, dass jemand, der kein Übergewicht hat, keine Insulinresistenz haben kann. Andersrum aber, eigentlich alle, die erhebliches Übergewicht und Bauchfett haben, kann man schon davon ausgehen, dass sie eine Insulinresistenz haben. Ja? Also das ist wieder das Ding, man kann nicht vom einen aufs andere schließen. Wenn das eine so ist, kann man es nicht umkehren und dann ist es auch so. Das ist ein super Beispiel, ja? Weil das ist total wichtig. Ich kenne sogar einen Sportler, der ist auch in dem Keto-Kompass, steht der auch zum Beispiel drin. Als Beispiel, der hat sich, ein Triathlet ist das, der hat halt immer diese ganzen Zuckergels und diese ganzen Energy-Drinks, die halt Sportler halt trinken, um halt länger laufen zu können, länger was weiß ich machen zu können, länger durchhalten zu können. Hat sich jahrelang damit zugepumpt und hat sich damit einfach eine Insulinresistenz, sogar einen Typ-2-Diabetes entwickelt dadurch. Und der ist natürlich nicht übergewichtig, der sieht sportlich aus. Also ihr seht halt mal, was das Zeug auch einfach ausmachen kann. Ich hatte früher zu Beginn meiner Keto-Reise einen nüchternen Blutzucker über 100, jetzt ist er zwischen 80 und 90. Mega cool. Also herzlichen Glückwunsch, das ist schon mal richtig, richtig, richtig cool. Das heißt, du hast deinen Diabetes besiegt, kann man so sagen. Ja, wenn du über 100 warst oder Prädiabetes, bist du da raus, weil jetzt hast du einen nüchternen Blutzucker unter 100. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt wäre es halt noch spannend, was dein HOMA-Index sagt, ja? Ob bei dir noch eine Insulinresistenz da ist oder ob sie weg ist. Wenn du Bock hast, lass es einfach nochmal messen, dann weißt du da 100% Bescheid. Ist natürlich cool. Ich freue mich darüber und bilde mir ein, dass meine Insulinresistenz besser geworden ist. Ja, die ist bestimmt besser geworden. Ja? Also definitiv, wenn du so einen großen Schritt gemacht hast, ist die wahrscheinlich, die ist 100%ig besser geworden. Du weißt halt nur nicht, was war dein Ausgangswert vom HOMA-Index im Vergleich, wie er jetzt ist. Ne? Also wenn du messen lässt und du merkst, du hast vielleicht noch 2 oder 2,5, es ist einfach noch eine Insulinresistenz, eine leichte da. Du weißt ja nicht, ob sie vorher vielleicht bei 4 war. Du weißt es ja nicht, wenn du es nicht gemessen hast. Das heißt also, wenn du jetzt wirklich, also bist eh schon mega auf einem guten Weg, du trinkst ja auch die Ketone, es ist jetzt nicht unbedingt nötig für dich, den HOMA-Index zu messen, weil du arbeitest ja weiterhin an deiner Gesundheit und du merkst ja, bin ich schon da, wo ich hin möchte oder habe ich noch Bauchfett und soll das noch weg? Ne? Das merkst du ja. Aber ich finde es halt total cool, einfach zu sehen, okay, doch, mein HOMA-Index war bei 2,6. Okay, dann wäre es jetzt spannend, nochmal zu messen und zu schauen, wo er jetzt ist. Und garantiert wird er besser sein, ja. Und wenn er dann schlechter ist, hin und wieder ist auch manchmal eine Messung ein bisschen verquert, ja. Also je nachdem sind auch nicht immer alle Messungen zu 100% richtig, ja. Aber allein schon die Tatsache, dass du deinen nüchternen Blutzucker so krass verbessert hast, phänomenal. Also richtig, richtig, richtig gut. Viele Herzchen für dich und herzlichen Glückwunsch, weil das ist richtig genial. Genauso wie die Katrin, die vorher dabei war, vielleicht ist sie immer noch dabei. Mega cool. So, meine Lieben, ich habe mich eigentlich schon verabschiedet. Warum rede ich eigentlich immer noch? Aber weil ihr noch Fragen hattet, das finde ich super. Danke, dass du dabei warst bis zum Ende. Danke für die ganzen Fragen, für die Kommentare. Hat mir wieder mega Spaß gemacht. Ich liebe immer die Lives mit euch. Das ist richtig cool. Ich speichere das Live jetzt gleich ab. Als IGTV auf Instagram, man kann es gerne im Nachgang dann nochmal schauen, wenn du jetzt den Anfang verpasst hast, verstehen möchtest, was Insulinresistenz bedeutet, wie sie entsteht, was du dagegen machen kannst, schau dir das live gerne nochmal von vorne an. Ich freue mich natürlich auch über die ganzen Herzen hier live sowieso, vielen Dank, total cool, aber auch im Nachgang, wenn du das Ganze nochmal likest, wenn es abgespeichert ist, freue ich mich natürlich, wenn du mir folgst sowieso, wenn das noch nicht passiert ist.
und gerne auch deine Leute unter das Ganze verlinken. Ja? Also wenn du hier was gelernt hast, wenn es für dich Mehrwert war, dann können auch andere Leute davon profitieren. Und ich kann dir versprechen, da sind noch so viele Menschen da draußen, die im Dunkeln tappen, die nicht verstehen, warum sie nicht abnehmen, die im Körper gerade ganz schön viel Schindluder zufügen im Sinne von Crash-Diäten und Scheiße essen und denken, sie müssen im krassen Kaloriendefizit essen, um abzunehmen. Helft einfach diesen Menschen, indem dass sie sie auch unter meinen Content verlinkt und ihnen zeigt, okay, hier, so geht's eigentlich, und oder das Zeug auch gerne in eurer Story teilt, da helft ihr mir natürlich auch mir dann damit, als Dankeschön für den ganzen Mehrwert, aber ihr helft, und das ist mir halt viel, viel wichtiger, allen Menschen da draußen, weil ich kann alleine gar nicht so viele Menschen erreichen, wie wir haben in Deutschland, bedeutet, da bin ich wirklich auf eure Hilfe auch angewiesen, dass jeder da draußen versteht, was Insulinresistenz bedeutet und dass das wirklich die wahre Pandemie unserer Gesellschaft ist und dass wir wirklich schauen müssen, und da rede ich jetzt nicht nur von jedem Einzelnen, sondern wenn wir so weitermachen wie jetzt mit dem Lebensstil, der gerade hier in dieser Gesellschaft so an den Tag gelegt wird von so vielen Menschen, dann haben wir in unserer nächsten, spätestens in unserer übernächsten Generation, nur noch Diabetiker. Und das ist, glaube ich, was, hey, das wollen wir eigentlich nicht, oder? Also ich möchte es auf gar keinen Fall. Und vielleicht wollen es die Pharmafirmen, ja, weil die verdienen natürlich dann Geld an den Medikamenten, aber auch da sitzen Menschen dahinter, die wollen, dass es Menschen gut geht, und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das das Ziel dahinter ist. Das heißt, da wollen wir einfach den Menschen helfen, ja, wie sie ihr Leben gesund gestalten können, dass sie halt auch ein Leben voller Lebensqualität leben können und nicht mit 60 schon nur noch auf der Couch sitzen können, weil sie 1000 Wehwehchen haben und 500 Tabletten schlucken müssen. Dann lieber vorher schon mehr schlucken im Sinne von Nährstoffe, deinem Körper alles geben, was er braucht, um später einfach nicht Medikamente nehmen zu müssen. So, in diesem Sinne, danke, dass du dabei warst. Ich freue mich, dass so viele Kommentare heute da waren, so viele Herzen, so viele Likes, und speichere gleich ab, und wir sehen uns wieder morgen um 11. Es geht, ich glaube, morgen mache ich Krafttraining und Insulinresistenz, ne, was da zu beachten ist, und freue mich, wenn du morgen wieder live dabei bist. Jeden Tag 11, Montag bis Freitag ist meine Zeit. Vielen Dank, dass du dabei warst. Deine Patricia. Ciao, TikTok. Vielen Dank.